die Entstehung, da kann ich nicht viel zu sagen, aber wir bestehen jetzt seit circa 57 Jahren. Und das waren ehemalige Mariner, noch aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann die Marinekameradschaft gegründet haben. Und wir haben zurzeit 44 Mitglieder, wobei der Großteil nicht mehr unbedingt von der Marine her stammt, sondern wir haben teilweise Heeressoldaten, Aktive oder auch Pensionäre. Wir haben Zivile, dann haben wir Zivile aus der Fischerei. Also alle Leute, sage ich mal, die ein gewisses maritimes Interesse haben. Ja? Also wir haben auch Leute dabei, die haben jetzt Sportbootführerschein gemacht, Segelschein etc. etc. So, und wir treffen uns jeden Mittwoch hier im Turm. Einmal im Monat ist eine Monatsversammlung, da werden also gewisse Dinge vereinsmäßig festgelegt, besprochen. Und Aktivitäten haben wir natürlich eine ganze Menge. Wenn ich mal anfange, im Februar, wir sind ja im Rheinland, Karneval, dann ist hier Rosenmontag, der Turm geöffnet, auch für die Öffentlichkeit. Dann, wie es hier üblich ist, Aschermittwoch gibt es das berühmte Heringsessen. Und dann haben wir gewisse Aktivitäten wie zum 1. Mai ist meistens eine Wanderung angesagt oder Vatertag ein Grillen hier unten. Und im Sommer, wir haben auch ein paar Leute, die begeisterte Motorradfahrer sind. Da haben wir also auch schon mal öfters eine Motorradtour geplant und durchgeführt. Und letztes Jahr zum Beispiel sind wir auf dem Feuerschiff Elbe 1, was ja in Cuxhaven liegt. Da haben wir eine mehrtägige Tour gemacht nach Helgoland. Das war also auch sehr, sehr interessant.